walking beside the road for a little while. Cause I've wanted to be someone I'll never be. Schön, falls einer geklatscht hat. Danke. Schön, wieder hier zu sein, gell? Ja, schönen guten Abend an alle. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind ja schon ein paar da, ne? Cool, mit Shorty auf der Bühne zu sein. Ich muss noch kurz stimmen. Kein Problem. Kleiner Moment. Aber dann schon mal von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend an alle, die da sind, an alle Zuschauer. Wir freuen uns unglaublich sehr, dass wir hier ein zweites Mal bei der Live-Show Factory dabei sein dürfen. Und ja, wir machen wie immer ein bisschen Musik für euch. Wir haben so eine Stunde bis anderthalb geplant. Schauen wir mal, wie lange das dann geht. Und dann würde ich mal sagen... Als wir geprobt haben, haben wir gesagt, ja, wie lange machen wir? Und er so, ja, ey, bei meiner letzten Show habe ich eine Stunde hier geplant und habe am Ende eine Stunde 40 gespielt. Ich so, ja, genau, bei mir war es ähnlich. War auch ein geiler Livestream, also es war echt cool, Spaß gemacht. Es hat echt Bock gemacht, ja. Und jetzt hier zu zweit, geilo. Wie heißt denn das nächste Lied? Land of Green. Land of Green. Ja, das war auch total lustig, ne, bei dem Song. Ich kenn's noch gar nicht so richtig, aber... Ja, den haben wir nämlich das letzte Mal gespielt, Land of Green. Und dann haben wir den, glaube ich, jetzt die Woche gerade mal einstudiert, würde ich mal sagen, let's go, viel Spaß. Thank you.
Halt, Jan, halt. Halt. So hören wir das Lied nicht auf. Was? Wie? Hä? So hören wir das Lied nicht auf. Das habe ich jetzt noch gar nicht. Also, ich weiß nicht. Okay. Wir machen jetzt mal eine kleine Challenge. Also, ich hoffe, ihr alle wisst, also ich weiß, was für ein begnadeter Geiger du doch bist. Und das stellen wir jetzt mal unter Probe. Mal sehen, ob das noch ein bisschen schneller geht. Hey, okay, das habe ich jetzt aber davon noch nie gemacht. Das war ja schon ein Tempo. Ist egal, heul nicht rum. Okay. One, two. Okay, Test bestanden. Sehr gut. Ja, danke für die Herausforderung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Show. Ihr könnt ja mal in den Chat reinschreiben, wie es euch geht. Ich schaue gerade mal parallel rein. Ja, Sandra, du bist wieder da. Ich glaube, du warst auch letztes Mal schon da. Thomas, hi. Wir haben es, glaube ich, gerade erst im Live gesehen. Ich war ja auf Instagram live und da habe ich es mal angekündigt. Ich glaube, da warst du auch dabei. Ben ist auch mit am Start. Tina. Welcher Ben? Der Gitarren-Ben. Nee, ich glaube nicht, oder? Ben spielt so Gitarre, kannst du ja gerne mal reinschreiben. Aber ansonsten, wie geht's euch denn? Schreibt gerne rein, wie es euch geht. Thomas, sehr cool, danke. Ansonsten würde man mal sagen, was machen wir denn als nächstes? Was ich mal noch kurz sagen wollte, was ich hier mal noch kurz klarstellen wollte. Ich habe ein paar Songs dabei von meinem Set und der Jan hat ein paar Songs dabei aus seinem Set. Nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie wundert, dass mal einer singt und mal wieder keiner singt. Das ist dem zu verschulden. Ja. Ganz genau, gut, dass du sagst, weil die Show, die heißt ja auch Zwei Künstler, eine Show. Unter dem Motto läuft die heutige Show und ja, der nächste Song ist von Robbie Williams und zwar Let Me Entertain You. Ah, mein Bruder ist auch dabei, Lukas, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn, Shorty? Grüße an Shorty. Ja, Spielgitarre. Sehr gut. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob das der Ben ist. Egal, lass uns spielen. Let's go. Thank you.
Liebe Leute, ist das hier warm. Dankeschön. Singen ist überbewertet. Danke. Der Root Sense Song. Du bist gut. Das kannst du doch, oder? Ja, das habe ich mal. Hau rein. Ein kurzer Ausschnitt von The Root Sandstorm. Ja. Übrigens, wenn du während dem Spielen sprichst, dann hört man das, ne? Glaube ich zumindest. Ehrlich? Über mein Mikrofon hier. Ehrlich? Könnte ich mir vorstellen. Also eigentlich alles, was ich gesagt habe, ist, dass bei dem Lied immer übelst meine Finger krampfen. Das auch. Und ich weiß nicht, also, der Song, der bringt mich immer schier um. Und jetzt haben wir den auch noch am Anfang gespielt. Das kann ja was geben. Ey. Aber dafür haben wir jetzt einen Song von Shoddy. Kannst du mal ankündigen, was es ist? Und dann spielen wir einen mit Gesang. Ja, genau. Das ist ein Song von mir, der heißt Used to be Mine. Der erzählt eine schmerzhafte Trennung von einem guten Kumpel von mir. Der war sehr traurig und wir haben über seine Trennung geredet. Und dann bin ich heim und habe darüber einen Song geschrieben. Und der heißt Used to be Mine. Und der geht so. If you'd only asked me to, if I'd come back home to you, to see that pretty smile, I'd drop my plans in an instant, if I could stop by for a minute, to see that pretty smile. So won't you stay with me for a little while, and everything would be like the time when you used to be mine, when you used to be mine, oh, when you used to be just people passing by. Why don't we give it another try? Give it a try for me. Give it a try for us. And you will see that everything would be just like the time when you used to be mine. And I know people can change. No heart stays the same. Do we really have to want what could have been? So won't you stay with me for a little while, and everything would be like the time when you used to be mine, when you used to be mine. Schöner Song, wann hast du ihn geschrieben? Used to be mine habe ich geschrieben vor 2020 haben wir, gell? 2020 heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Das haben wir gerade vorhin festgestellt. Ja, ich habe vorhin gedacht, es ist Sonntag. Used to be mine habe ich, glaube ich, geschrieben so vor 2 bis 3 Jahren, circa. 2 Jahren? 2 Jahren. Ja. 2 Jahre? Hm? Ja, übrigens, 2 Jahre, es geht schnell rum, ne? Ich habe so das Gefühl, je älter man wird, desto schneller verfliegt auch die Zeit. Oder sagen wir. Nee, aber mal ganz kurz ein anderes Thema.
Wir freuen uns natürlich über eure Unterstützung. Also falls ihr uns und hier die Jungs von der Live-Show Factory unterstützen wollt, auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, die uns das Ganze ermöglichen, weil man muss schon sagen, die Bühne hier, die ist schon echt geil und auch das ganze Setup hier. Ihr müsstet das mal sehen, ich wünschte, ich könnte euch das mal zeigen. Hier ist ein Bildschirm, hier sind Kameras, also Top-Profis hier. Unglaublich toll, hier mit euch zu arbeiten. Großes Dankeschön. Und falls ihr uns da irgendwie unterstützen wollt in der jetzigen Corona-Zeit, würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht einen kleinen Beitrag uns zugutekommen lässt. Würden uns freuen. Lasst. Ja. Deutsch ist nicht meine Schwäche, meine Stärke. Ben Reichert, wow, mega Song. Geil. Absolut. Danke, Ben. Ich frage mich immer noch, ob das der Ben ist, den ich meine. Ich glaube, das ist er nicht, nein. Ich glaube auch nicht. Egal, hi Ben. Anyway, danke dir. Ja, der nächste Song, das ist einer, da spielen wir beide zusammen. Also es ist ein Song, den ich auch in meiner Playlist habe. Ist letztes Jahr erst dazugekommen, super spontan. Und zwar ist es Senorita und den machen wir jetzt als kleines Duett und wünschen euch damit viel Spaß. Übrigens, wir werden gleich nochmal dazu erzählen, wie wir beide eigentlich überhaupt zusammengekommen sind. Wir haben ja schon ein paar Mal öfters gespielt, aber da erzählen wir uns gleich was dazu. Und ansonsten viel Spaß mit Senorita. Running, oh, you know I love it when you call me Senorita. I wish I would pretend that I didn't need you, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should be running, oh, you keep me coming for you. I wish I could pretend I didn't.
touch is ooh la la la, it's true la la la. Boy, I should be running. You know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so that hard to leave ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me running. Oh, yeah. Ja, danke schön. Dankeschön. Ihr zwei seid zusammen? Nein. Oh Lord. Nein, nein, wir spielen nur zusammen. Mega Song. Dankeschön, Ben. Ah, das war schon von deinem, von vorher, glaube ich, ne? Kann sein, dass. Nee, das kam gerade eben. Kann sein, dass wir uns mal bei einer Jam Session gesehen haben. Ich war nicht so oft bei Jam Sessions. Ich war ja da, glaube ich, zweimal. Oder? Ich weiß es gar nicht. Also, ich war ein paar Mal da. Das ist ja in Neckarsulm. Übrigens, wir drehen hier in Heilbronn, bei Heilbronn in Neckarsulm, für alle, die es nicht kennen, liegt zwischen Mannheim und Stuttgart, da irgendwo die Ecke. Und ja, witzigerweise, also wir kommen ja aus der gleichen Stadt, aus Bad Wimpfen, falls es jemandem was sagt, mit einer tollen Altstadt. Kannst du mal erzählen, wie haben wir uns eigentlich überhaupt kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, ich war in der 8. oder in der 9. Klasse und du hast dein Geigending, wo ist der Hut, MFKB-Wegbilder, den habe ich in meinem Auto vergessen, sorry Marc, damn. Aber zurück zur Story, ja, wir haben uns, genau, und du hast mir in der 8. Klasse geschrieben und meintest, du hast keinen Gitarristen mehr und du hast aber Bock weiterzumachen und da lief es ja schon eine Weile mit deinem Gefiddle und genau, und dann haben wir angefangen zusammen zu spielen und seitdem machen wir zusammen Musik, also ich glaube, ich war so 14. Irgendwas zu drehen, ja, genau. Jetzt bin ich 20. Und dann ein paar Jahre später, so 2-3 Jahre später, da hast du ja angefangen, deine eigenen Songs auch zu spielen. Genau. Und da haben wir dann beim Black Sheep, hat der Jan mit in meiner Band gespielt dann. Genau. Da haben wir noch beim Viel und Draußen gespielt, auch hier in Heilbronn. Black Sheep Festival ist ein Festival, ich glaube, in welche Richtung geht das? Damit Mix, keine Ahnung, Festival Mix, halt. Ja. der Jan, der stellt immer Fragen, die kein Mensch beantwortet. Naja, nee, aber ich muss echt sagen, also Shorty, du machst echt tolle Musik, also ein Riesentalent auch, was das Komponieren und das Songwriting betrifft. Echt tolle Songs und da hören wir jetzt noch einen. Ich glaube Circle, oder? Ja genau, Circles. Da freue ich mich schon. Also drauf. Circles ist ganz, ganz, ganz neu. Ich habe schon in der letzten Show gesagt, dass er ganz, ganz neu ist, aber für mich ist er immer noch ganz, ganz neu. Und ich habe auch letztes Mal schon gesagt, dass sich da eventuell noch was dran verändert. Bis jetzt hat sich noch nichts verändert, aber es wird sich wahrscheinlich noch was dran verändern. Mal schauen, was. Genau, hier ist Circles. Der ist ganz, 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 ganz neu. It's true that I can't stop thinking about you. So can you please stop running circles in my head? 'Cause by now you should know every window and every step, not the step that I wanna find, trying to get you off my mind. So can you please stop running circles in my head? Yes, it's true that I'm still into you. It's everything you didn't say and everything that I knew. Had too many reasons I don't want you to go. There's something about you, oh, you don't know. So can you please stop running circles in my head? 'Cause by now you should know every window and every step, not the step
depth that I wanna find. Trying to get you off my mind. So can you please stop running circles in my head? Ist das neu? Ist das jetzt Ironie darauf, dass ich 50.000 Mal in der Ansage gesagt habe, dass er neu ist? Also er ist neu. Er ist neu. Er ist neu, ja. Er ist sehr neu, ja. Aber übrigens, wir sind 74 Leute. Heftig. Ist das richtig? Heftig viel. Ja, geil. Ja, aber cool, dass wir, 74 Wiedergaben. Ach, so rum, ja. Ja, aber schön, dass ihr alle da seid. Ich würde auch mal ganz kurz hier Props an dich raushauen. Folgt Shorty auf Instagram. The Official Shorty heißt du da, glaube ich, ne? Ja, Unterstrich, nicht vergessen. Unterstrich. The Official Shorty Unterstrich. Schaut da gerne mal rein. Du machst ja ab und zu mal Livestreams, neue Songs mit rein und ja. Co., ne? Ja, genau. Also es wäre cool, wenn ihr das alle mal abcheckt. Da gibt es ab und zu Livestreams und Covers und was auch immer. Genau. Dasselbe gibt es aber auch beim Jan. Jan Violin, Unterstrich, gell? Unterstrich nicht vergessen, Unterstrich nicht vergessen. Jan Violin, bei uns beiden, merkt euch einfach den Unterstrich am Ende, der ist wichtig. Und Live Show Factory natürlich. Natürlich auch Unterstrich? Live Show Factory, Unterstrich? Ja? Auch Unterstrich? Nee. Ah, ey. Ein Team heute. Überall Unterstriche hier. Live Show Factory. Ja, checkt die Jungs auch aus auf Instagram, Facebook und natürlich auf YouTube. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr hier einfach mal ein Abo da lässt. Ihr seid ja schon hier auf YouTube, von daher einfach mal einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Das wäre ziemlich cool. Genau, und ihr seht es hier in den Kommentaren wieder. Also wer uns unterstützen möchte, vor allem primär die Jungs von der Live Show Factory, weil was sie hier auf die Beine stellen, ist echt gigantisch, wirklich, wirklich gigantisch, dass wir hier die Chance haben, spielen zu dürfen, vor euch, live im Internet. Genau, also da gibt es einen betterplace.me-Link, da könnt ihr einfach mal drauf gehen. Das PayPal funktioniert dieses Mal. Genau. Ja, der nächste Song. Ich glaube, da erzähle ich mal ganz kurz was. Und zwar, ich habe ja mit der Pop- und Rockgeschichte, mit der Geige, also ich habe ja eine klassische Ausbildung, sage ich mal. Spiele jetzt seit 15 Jahren Geige, 15 auf Hochdeutsch. Und seit 2013 mache ich das mit dem Pop-Rock. Und der Song, den wir jetzt haben, das war der allererste Song, den ich überhaupt vor Publikum so gespielt habe. Und zwar ist es von Michael Jackson, Smooth Criminal. Viel Spaß! Thank you.
Wow, Tina, vielen Dank. Tina, du warst, glaube ich, auch letzte Mal mit am Start. Vielen Dank. Thomas, haben wir auch Billie Jean im Programm? Kriegt man das hin? Billie Jean, ja. Vielleicht kriegt man hin, wir können ja mal probieren. Welche Tonlage ist das? Also wir ändern das mal kurz um in eine Live-Session, Jam-Session. Genau, ja. Probieren einfach mal den Wunschsong Billie Jean zu spielen. Genau so. Also das haben wir tatsächlich jetzt noch nie gemacht, glaube ich so, dass wir da jetzt mal live einen Song probieren. Aber wir versuchen mal, deinen Wunsch nachzukommen, Thomas, und spielen mal Billie Jean. Ich glaube nicht, dass wir das spielen. Thomas, das war Billie Jean. Ey, ich komme nicht weiter. Alles die gut, zwei Akkorde habe ich, aber mehr. Und dann kommt... Ich glaub, egal. Wir machen mal weiter im Programm, würde ich mal sagen. Das war Billie Jean. Falls du den ganzen Song haben willst, ich glaube, der ist auch bei mir auf dem Instagram. Also einfach mal auschecken, würde ich mal sagen, lieber Thomas. Sehr schön. Werde die Show später anschauen. Leider überschneidet sich das mit Thirsty. Die höre ich sehr gut bei mir. Sehr schön. Dann viel Spaß dir dabei und bis später im Replay. So, jetzt kommt ein Song von dir. Sag mal an. Ja, ich bin mit der Country-Musik aufgewachsen. Mein Papa ist Musiker und da bin ich sehr, sehr stark von der Country-Musik beeinflusst. Mein Opa auch. Und das spiegelt sich dann halt ab und zu in meinen Songs wieder und dann kommt irgendwie so ein Country-Lied dabei raus. Und ja, das nächste ist ein Country-Lied geworden. Das heißt Want You To Go und geht so. We talked so long until the lights were gone. I had to find my way home, the rising sun. And I miss your smile, and I miss your voice. And I would turn back if I had the choice, if you'd only ask. Now look at the stars. See, all we had was us, and all we had to do was trust. But we went our ways. Everyone did his thing. We get out of sight now again. See the town when I
wanted you as well. See, it's all over, it went away. Now you say you want me back, say you knew I was trapped. Did you walk 1,000 miles just to get me back? And I said, hey, did you know after all this time I still want you to go? To find my way home with the rising sun. And I miss your smile and I miss your voice. And I would turn back if I had the choice. If you'd only ask me to. Der war wild. Da wird mir auch warm, ey. Das, liebe also, das Leute, ist wirklich mir warm. Oh Gott im Himmel. Yes, One You To Go, bester Shorty-Song. Ja, kann man echt sagen, der macht echt Spaß. Also hat Marc, auch wo bist du überhaupt? Eigentlich solltest du jetzt hier hinter der Kamera stehen, dass ich mir nicht in die Hose scheiße, wenn ich einen Fehler mache. Ich habe es letztes Mal gesagt, weißt du, der Marc, der war immer da und der Marc ist so ein ruhiger Kerl. Und wenn ich mich ab und zu verspiele oder so oder irgendwas nicht ganz nach Plan lief, dann schaue ich ihn reflexartig immer an und er immer so: Alles cool, Brauner, alles gut. Halb so wild oder so. So, er gibt mir einfach das Gefühl, dass alles gut ist. So, egal wie hart ich mich verspiele, alles easy, hat keiner gehört. Und heute ist er nicht da. Aber wir haben guten Ersatz heute, gell? Mein lieber Ben, vielen Dank, das war der Hammer. Schön, ja. Dein Song, ich finde den super. Also macht auch unglaublich viel Spaß, den zu spielen. Wirklich ein geiler Song, muss man schon sagen. Ja, ich hoffe, dass ich die alle ganz irgendwann mal veröffentlichen kann. Also bis jetzt sind die ja nur in der Live-Show Factory Version draußen. Also in meinem letzten Livestream könnt ihr das alles anhören, die ganzen Songs. Ansonsten gibt es die tatsächlich noch nirgendwo, außer 2 Stück sind auf Spotify und iTunes und Co. Wenn ihr Bock habt, checkt es mal aus, gebt einfach in Spotify oder wo auch immer ihr klaut einen Shorty, All the Little Lights zum Beispiel, und dann kommt ihr auf mein Profil und würde mich freuen, wenn ihr es mal auscheckt, genau. Und vielleicht kommen da in ferner Zukunft noch ein paar Songs dazu. Jetzt hast du ja deinen nächsten Song schon verraten. Ich würde aber ganz kurz davor sagen. Habe ich gar nicht. Wir spielen einen anderen. Schau mal, was da drauf steht. Ah ja, stimmt. Aber den hast du. Ich nehme schon vorweg. Aber holt euch einen Drink. Ist ja, glaube ich, bestes Wetter draußen. Ist super warm. Wir unten merken es hier. Also mir ist echt warm hier unten. Von daher holt euch einen Drink. Setzt euch raus auf die Terrasse in den Garten. Und genießt das Wetter. Genießt den Abend, ist ja noch ein bisschen hell. Und wir machen jetzt weiter mit einem Song, den haben wir, glaube ich, auch ganz am Anfang mal, vor ein paar Jahren mal gespielt. Wisst ihr, welches Problem ich schon wieder habe? Ich sehe hier gerade, was da draufsteht und denke so, oh shit, den haben wir mit 14 das letzte Mal gespielt. 14. Gefühlt. Also zumindest ich. Also nee, so gefühlt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es noch hinkriege. Aber es geht locker, schon. Locker. Doch, aber doch. Geht mir ähnlich. Also ich habe den auch schon länger nicht gespielt. Bei der letzten Live-Show Factory, glaube ich. Ah ja, okay. Das heißt hier ewig. Bei mir sind es locker 2-3 Jahre her. Egal. Let's go. Eye of the Tiger, viel Spaß. Thank you.
Dankeschön. Endlich dabei und mein Lieblingssong. Doris, schön, dass du hier mit am Start bist. Mega, dass es dein Lieblingssong ist von uns. Und ja, das war Eye of the Tiger. Wisst ihr, was ich doch echt immer wieder beeindruckend finde? Ich habe den Song wirklich schon so seit, wann haben wir das letzte Mal den gespielt? 2 Jahre, 3 Jahre oder so? Ja, ja. Ich habe den seitdem wirklich nicht mehr gespielt. Und das war jetzt gerade das allererste Mal, dass ich den wieder gespielt habe. Und ich also man so muss die, schon sagen. Die Automatismen, sehr, sehr interessant, wie das einfach gespeichert wird und einfach 2, 3 Jahre danach noch da ist. Und also echt gut. Macht auch unglaublich viel Spaß, mit dir zu spielen hier. Ja, voll. Aber ja, sehr beeindruckend irgendwie unser Gehirn ab und zu, gell? Hi Jan, coole Session. Vielen Dank dir. Ah, Manu, hi, schön, dass du da bist. Grüße auch an den Joachim. Oh, Daddy wünscht... Daddy! Was wünscht sich jemand Daddy? Klaus Kühner. Hast du? Hast du den? Daddy? Ein Lied von mir. Ist ein Lied von dir? Daddy ist ein Lied von mir. Dann würde ich mal sagen... Klaus, kannst du das mal ein bisschen klarer formulieren? Willst du Daddy oder bist du ein Daddy? ja, weil, also ich habe es jetzt mal so interpretiert, dass er Daddy möchte, aber who knows? Vielleicht kennt er Daddy auch gar nicht. Daddy ist tatsächlich nicht in unserer Setlist, aber ich würde mal sagen, lass uns nochmal probieren, oder? Jetzt? Jetzt gleich? Als Wunschsong, klar. Daddy, Tina Fall schreibt auch Daddy. Mal, Tina möchte auch. Daddy. Dann spielen wir Daddy. Einige Daddy-Fans hier. Will. Wie viel Uhr haben wir? Geil. Beides. Beides. Okay. Ja, nice, cool, dann spielen wir jetzt Daddy. Soll ich da also, spielen? Du kannst mal ein bisschen mitdudeln. Sorry. Also den Song, also ich kenne den glaube gar nicht, ne? Egal, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Let's go. Yes, Daddy. Sandra. Yes, Daddy. Auch. Also ja, Daddy ist ein Song von mir, das wirklich, wirklich einer meiner emotionalsten Songs, die ich bisher geschrieben habe. Es steckt eine sehr, sehr, sehr krasse Geschichte dahinter. Die würde aber jetzt allerdings den Rahmen sprengen. Aber wenn ich den rausbringe, dann bringe ich den mit der Geschichte raus. Und die könnt ihr euch dann ganz, ganz gerne anhören, dass ihr wisst, um was es um Daddy geht. Kleiner Spoiler, es geht nicht um meinen Daddy. Weil ich glaube, das denken ganz schön viele bei dem Songtext. Naja, hier ist Daddy. Memories I have from the time
when everything was. You went back to Pennsylvania, life away from me. And you became a stranger. Long time no see. And I never complained about you leaving me. There's just one thing I really need to know. Daddy, why didn't you say goodbye before you left me and your heart went wild? Daddy, I just want to know why you didn't text me even a single time. Daddy, didn't you say goodbye before you left me and your heart went wild? Oh, Daddy, I just wanna know why you didn't text me not even a single time. Oh, Daddy, didn't you say goodbye before you left me and your heart went wild? Daddy, I just wanna know why you didn't text me even a single time. Why you didn't text me even a single time. Woo. Daddy. Das ist Daddy. Jetzt kennst du es auch, Jan. Kenn ich es auch, ja. Ey, aber mal kurz, das muss ich mal kurz echt sagen, ne? Also der Jan hat das Lied gerade jetzt noch nie zuvor gehört und trällert da einfach was dazu. Also ehrlich, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Werbung machen oder sonst irgendwas. Folgt, wem ihr wollt. Aber er ist wirklich krass. Also er ist wirklich krass. Das muss man einfach so sagen. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Auftritt, ganz am Anfang. Da mussten wir vertraglich 2 Stunden spielen. Und wir hatten 1:45 rum und hatten keine Songs mehr. Und dann standen wir auf der Bühne live und haben die Leute zugeguckt. Und wir haben uns angeguckt und dann so, oh Mann, was machen wir jetzt? Wir müssen noch irgendwas spielen. Und das war gerade am Anfang, als wir angefangen haben, zusammen zu spielen. Und dann meinte er so, oh, ja, was kannst denn du? Und ich so, ja, kannst du Tayo Cruz, Hangover? Ja klar, aber ja. Erstmal vielen Dank erstmal, dass du für die Blumen, die du mir hier gibst. Aber ganz kurz, alles Autotune, ne? Also alles auf die Geige, ne? Und dann Ende noch der Story. Und dann hat er den einfach live auf der Bühne, komplett aus dem Gehör, hat den Song noch nie zuvor gespielt, wie aus dem Buch runtergespielt. Und das war der Moment, wo ich so dachte, so, wow, okay, der Typ ist echt krass, Alter, scheiße. Ja, das wollte ich nur mal kurz erzählt haben, weil war wirklich so. Nur mal ganz kurz erzählt haben. Vielen Dank dir, aber ohne Witz, das kann ich auch zurückgeben. Also, wie oft wir eben diese Situation schon hatten, was für einen Song spielt man jetzt? Und ich habe irgendwie irgendeinen Song gesagt und du, warte mal. Ja, mach mal. Und dann hat der den da losgetrellert auf der Gitarre. Das ist echt, also, genau das Gleiche. Also, das ist echt Blumen unglaublich. Blumen für euch zwei, schreibt die Doris. Vielen Dank. Oh, ach, Tina, schön. So toll. Absolutes Lieblingslied von Shorty. Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich. Vielen Dank. Das solltest du öfter spielen. Ja, ich hoffe, dass ich den echt zeitnah rausbringen kann. Also, ja. Kannst du mal live machen auf Insta. Schaut bei ihm vorbei. Ja, ihr könnt ja jetzt folgt einfach ihm. Die Live-Show 5-mal angucken. Und ja, wir würden uns auch freuen, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber wenn ihr uns einfach ein bisschen unterstützen könntet hier in der Corona-Zeit, einfach auch die Jungs von Live Show Factory, die geben sich so viel Mühe hier, also es ist so professionell hier hochgezogen. Man sieht es hier im Hintergrund, ich weiß gar nicht, hier sind gefühlt 500 Lichter, die müssen alle gesteuert werden. Der Sound bei euch, der muss ankommen und natürlich das Bild und da freuen wir uns natürlich über ein wenig Unterstützung von euch. Und ja, jetzt, ich weiß nicht, machen wir... Jetzt machen wir meine allererste Single, die rauskam.
Die gibt es übrigens auch auf Spotify und Co. Die könnt ihr beim Autofahren und so anhören, wenn ihr wollt. Die heißt All Little Lights, die habe ich mit 16 bei meinen Freunden in Italien geschrieben. Ja, und die geht so. Die geht so. Bei dem Song muss man auch sagen, ihr müsst ihn unbedingt live erleben. Weil bei dem Song, sobald alles dunkel wird, holen alle ihre Handys raus, Feuerzeuge, und das macht eine wunderschöne Atmosphäre, und wir hoffen, dass wir den euch auch so rüberbringen können. Schaut die. 8 o'clock, I'm out for a walk in my hometown. City died while I'm walking homebound, and the city starts to sleep. The darkness surrounds me, and it's the only thing with me. Then I start to freeze, and wonder where she is. Who I am, who I wanna be. All these little lights guide my way home, and all these little stars, yeah, they know where I'm from. And all these little lights guide my way home, and all these little stars, yeah, they know where I'm from. Trying so many things that I can't bear, looking for the one way with nothing else to hear. I drown in all the choices and the voices in my head. I hope I find my way, I hope I won't forget. Then I start to freeze and wonder where she is. Who I am, who I wanna be. All these little lights guide my way home, and all these little stars, yeah, they know where I'm from. And all these little lights guide my way home, and all these little stars, yeah, they know where I'm from. Schon sagen, das ist eigentlich echt mein Lieblingssong von dir. Ehrlich? Ja, ohne Witz. Als ich ihn erst mal gehört habe, ich dachte, das ist irgendwie von irgendeinem super Riesen, also wie sagt man halt, dass es den schon irgendwie ewig gibt, und weil irgendwie hat er echt Ohrwurm-Charakter. Dankeschön. Vielen Dank. Also das Riesentalent, was auch Songwriting angeht. Wirklich. Also das ist mein Lieblingssong von dir. Dankeschön. Schau mal, das finde ich immer am allerwitzigsten. Jetzt kommentiert die Katharina Becker. So ein schöner Song. Vielen Dank. Also erstmal, vielen Dank. Erst recht, wenn ihr ihn zusammenspielt. Ja, ich finde auch, mit der Geige, das hat was in dem Song. Also das ist super. Und jetzt entdeckt die Sandra Kühner offensichtlich ihre beste Freundin im Live-Chat. Hallo Katha! Jetzt geht's los. Hey, hallo! War letztes Mal schon so, meine Familie, da hat eine vom Bodensee kommentiert, das war, glaube ich, meiner Mama, ihre Cousine oder so, und meine Eltern
haben kommentiert und dann haben meine Eltern geschrieben, hey, bist du die vom Bodensee? Und die dann so, ja, ich bin die vom Bodensee und so. Und so, so lustig so. Das finden sich irgendwie ganze Familien wieder in, hier bei der Live-Show Factory. Sehr gut. So, da könnte man so ein RTL-Format draus machen, so irgendwer gesucht, Live-Show Factory, und dann finden die sich Such im gefunden. Chat wieder. Schwiegertochter gesucht, schreibt die Tina. Sehr, sehr gut. Ja, der nächste Song, den haben wir beide tatsächlich auch noch nie gespielt zusammen. Der ist auch ganz frisch. Muss auch gerade überlegen, wie er ging, ja. Der ist auch ganz frisch mit im Set, mit in der Setlist. Alles gut? Ja. Also ich glaube, den spiele auch ich das zweite Mal, das letzte Mal, also auf der Live-Show Factories letzte Mal, wo ich hier mit Patrick war. Ich glaube, da war die Premiere von dem Song. Und jetzt spielen wir den zum zweiten Mal. Kurz stört es jemand, wenn ich meine Birkis ausziehe? Die tun mittlerweile weh, übel weh. Oh, wild. Oh. Stört keinen? Ich hab's schon nicht. Aus. Das sind die besten Leute, ne? Die fragen und währenddessen ihre Frage schon ausführen. Genau. Wollte ich gerade sagen, wir spielen heute Little Lights, aber ist Blinding Lights. Warte mal. Ich muss kurz nochmal stimmen. Das können wir so nicht durchziehen. Ja, wir sind halt live. Kein Problem. Kann man nichts dran ändern. Live, das gehört dazu. Life is life. Life is life. Viel Spaß mit Blinding Lights. Weiter, da gibt es einen Song, der geht irgendwie so ähnlich. Das sind genau dieselben Akkorde. Willkommen in der Popmusik. Nur andere.
mal vor. Text war: You got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brightest side of things, you're the lightest side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You be mine and I'll be yours, and I just wanna let you know, in my mind I'll call you home. On blinding lights. That smile when I'm giving you my heart. You're the brightest side of things, you're the lightest side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You be mine and I'll be yours, and I just wanna let you know, and in my mind I call you home. Spontan. Wir machen heute lauter spontane Dinge, ne? Alles spontan hier. Wir haben eh wieder geprobt, wie die Weltmeister. Wie? Nein. Es ist aber auch ganz schön, wenn wir mal ein bisschen was anderes machen. Ich meine, also so. Ist ja, ich muss es ja erstmal sagen. Jan und ich, wir machen immer ganz wichtig dann, wenn wir irgendwas zusammen machen, dann machen wir immer ganz wichtig Probetermine aus. Ja, wann kannst du? Ja, und dann machen wir immer übel den Stress, bis wir irgendeinen Termin finden. Ja, da kann ich nicht. Und dann am Ende. Genau so hört sich das an. Ja? Genau so hört sich das an. Es ist meine Geschichte und in meiner Geschichte redest du so. Es muss lustig sein in deiner Geschichte, in deiner Welt. Ja. Aber ja, und wir treffen uns immer ganz wichtig zum Proben und dann dann treffen wir uns zum Proben, trinken Kaffee oder irgendwas und dann, ja, was wollen wir machen? Ja, mach mal ein paar Songs von dir, mach ein paar Songs von mir und ja, passt eigentlich, oder? Ah ja, okay, also gut, gehen wir wieder heim. Aber wir haben fleißig geprobt, ne? Also es war nur die Vorgeschichte. Also so läuft es eigentlich 90% der Fälle und ich druck mir dann meistens noch irgendwie ein paar Akkorde aus, dass ich die nicht vergesse von den neuen Liedern. Und dann auf die Bühne und los. Du Post. Ja, aber... Du vermisst es auch schon unglaublich vor, Publikum zu spielen. Also übel. Übel. Aber was ich ja echt sagen muss, gell? Mit dir habe ich so als Musiker, würde ich sagen, so die beste Abstimmung. Ja? Also ich glaube, wir verstehen uns auf der Bühne echt gut auch. Ja, so. Verstehen wir uns auch. Also das ist immer wenn einer, wir können unsere Zeichen richtig deuten irgendwie. Definitiv. Ja, so. Ja, und vor allem, wenn es dann hier losgeht, ne? Wenn dann richtig losgeht auf der Bühne. Also wir hatten echt schon Momente, das war jetzt vor der Show erst, saßen wir draußen noch und haben Kaffee getrunken und noch die Songs mal durchgegangen. Und da kommen wir manchmal vor Lachen in den Schlaf, ne? Naja, also wir kommen mal zum vorerst letzten Lied. Ich würde es mal einleiten, oder? Das Ende. Let's go. Ich muss mich echt wieder bei euch allen bedanken. Sau geil, dass ihr jedes Mal einschaltet, wenn es hier so eine Show gibt und dass ihr die ganze Szene unterstützt. Ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch das reinzieht. Und vielen Dank an die Live-Show Factory, an alle, die da mitgewirkt haben, an alle, die im Hintergrund... für die Location, für alles. Ich weiß gar nicht, was da alles dahinter steckt. Aber ich bedanke mich von Herzen bei allen. Es war wirklich unglaublich und ich muss ehrlich sagen, also ganz, ganz ehrlich, ich war heute den ganzen Tag echt nicht gut gelaunt. Also ich war echt ein richtiger Miesepeter heute. Und
und jetzt bin ich wieder voll geil gelaunt, also voll gut wieder, ohne Witz jetzt. Also ich gehe jetzt raus und bin wieder voll happy. So. Können wir gerade weiterspielen. Ich habe auch eigentlich gesagt, ich habe allen abgesagt heute Abend, ich so, ich mache heute Abend nichts mehr, ich gehe nach Hause, will meine Ruhe und so. Und jetzt, ja. Jetzt geht's gerade weiter. Nee, meine Freunde das gerade mitkriegen, ihr könnt mir schreiben, ich habe Bock was zu machen. Nee, aber absolut, also vielen Dank an euch alle, die hier da waren. Also ich sag auch immer ganz gerne, das, was wir hier machen, also die, ich sag mal, das, dieses Privileg, was wir machen dürfen, einfach mit der Musik, die wir machen, irgendwo auch das zu machen, was unser Traum ist, ist schon wirklich sehr, sehr schön und da sind wir sehr dankbar darum. Und ein Lob an euch und an alle. Vielen, vielen Dank, Doris. Sehr, sehr lieb von dir. Und genau, also ihr gehört halt auch dazu. Und es ist nicht nur unsere Seite, die Musikerseite, sondern einfach auch das Publikum, die uns immer ein offenes Ohr schenken. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich und wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch auch mal ausrichten, die uns hier zuhören, die immer mit am Start sind, die immer am Ball bleiben. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, können wir so belassen dabei, oder? Das allerletzte Lied für heute ist von mir. Das heißt Give It Back und es geht über die Zeit vor Corona. Spaß, ich habe schon lange davor geschrieben, aber es heißt Give It Back und es geht über die Zeit, die einfach immer schneller verfliegt und irgendwie, dass ich mir auch so denke, Mann, ich will einfach so die alte Zeit zurück. Früher war alles besser. Bin zwar erst 20, aber trotzdem war früher alles besser. und darüber geht das Lied. Das heißt Give It Back. Und es ist witzig, weil der Song ist tatsächlich so entstanden. Das war die allererste Idee. Ich nehme ein T-Shirt aus meinem Kleiderschrank, ziehe es an und es passt nicht mehr. Und ich denke so, hä? So schnell geht's. Das hat doch vorgestern gefühlt noch gepasst. Und dann dachte ich so, hey, wo geht denn die Zeit hin? Also entweder bin ich... Ich habe es dann natürlich auf die Zeit geschoben, nicht darauf, dass ich fett geworden bin. Ach so. Ja. Es ist die Zeit, man wächst mit dem Alter. Ja, never mind. Give it back. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute mit uns. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald irgendwie, irgendwo mal wieder. Würde uns freuen, ja. Ob zusammen oder Jan allein oder mich allein. Und ja. Ja, folgt uns auch gerne auf Instagram, dann erfahrt ihr es auch, wo Shorty spielt, wo ich spiele. Und natürlich auch Live-Show Factory. Schaut gerne bei den Jungs vorbei. Macht unglaublich viel Spaß. Unglaublich abwechslungsreich hier auch auf der Live-Show Factory Bühne. Immer andere Künstler. Und von daher freuen uns über euren Support. Der Link, den stellt der Felix bestimmt gleich nochmal rein. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und bis hoffentlich bald. Vielleicht sieht man den einen oder die andere mal irgendwo wieder. Bleibt vor allem gesund, genießt den Abend. Danke, Klaus. Ehre. Hoffentlich bald mal live. Ja, sehr gerne. Kommt uns besuchen. Hier ist Give It Back. Shirts I once wore, now they don't fit anymore. And songs that I wrote, no, they didn't exist before. How it all flies by. Just give me back that time when you were here with me and I was your bride. All the years to their thing, they won't tell you. And your bell will ring. Here's all so messed up. I'm still drinking my tea of this old coffee cup. How it all flashed by. Give me back the time. Hey, just give me back the time when everything.
just give me back that time when you were here with me and I was your bride. Wenn wir jetzt ganz live wären mit hier Leute vor uns, käme jetzt eine Mitsingstelle, ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Give it back to me, back to me, back to me. Give it back to me. Oh yes. Just one more time. Give it back to me, back to me. We'll leave this all behind. Give it back. And I'll put it in my shoe. And I walk within a mile. In the end I'll look back. And I'll give you a smile. Hey, just give me back that time when everything was fine. Hey, just give me back time when you were here with me and I was your bride. Yep. Just give me back. Der Sprung war wie einstudiert. Aber war Dankeschön. Er nicht. Bitte nicht aufhören. Zugabe, Zugabe, Zugabe. Okay, überredet. So schnell geht das bei dir? Mhm. Vielen Dank, Leute. Es macht immer Spaß. Gleich. Also es immer gleich. Okay, Tugel. Wenn ich einmal stehe, dann stehe ich. Wenn mir das okay von hier natürlich ab. Ja, dann spielen wir den einfach mal. Ich weiß schon, um wen es geht. Wir, genau. Machen wir noch einen. Und ich glaube, der Song, der passt super hierher. Lebe das Leben. Ich liebe den Song. Really? Really? Tell me more. Really? Viva la vida. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die da waren. Wir haben uns sehr gefreut über das Geigenmikrofon. Ich glaube, wir verbeugen uns einfach mal, wie wenn hier Publikum wäre. Ehrlich? Eins, zwei, drei und... Dankeschön, schönen Abend euch.